herzlich willkommen bei Bauchis Dschungelcamp. Tag 4 in Bauchis Dschungelcamp. Holla die Waldfee, Hakuna Matata im Dschungel. Während wir alle unsere Nachtruhe genossen, führten Waldgeister, Feen, Elche intensive Gespräche mit Bauchi. Oder waren Aliens am Werk? Egal! Vom Universum eingebend schossen Gedanken in die Synapsen mitten in Bauchis Hirn. Mein Camp muss schöner werden. Bauchi braucht dazu allerhand Sachen. Vielleicht gibt es da draußen Leute, die etwas spenden wollen. Eine Hütte, eine Sitzgarnitur, Tisch und Sessel oder warme Kleidung. Ein Wohnmobil wäre aber auch nicht schlecht. Einfach nach Lust und Laune gestaltet und dekoriert unser Guru Bauchi sein Camp etwas um. Ob Melli sich auch wohlfühlt, es eine neue Prüfung zu bestehen gibt und Weisheiten des Dschungels uns an Trommelfell gehämmert werden, erfährt ihr in der heutigen Sendung von Bauchis Dschungelcamp. Und einen Moment, por favor. Ach, wie lustig. Hey. Ja. Welcome to the woods. In the woods. You can find us in the woods. Good morning in the morning. Okay. Okay, nochmal. Guten Morgen aus Trier. Und Deutschland und Schweiz und alle so. Ja. Und Niederlande und alle, die Deutsch sprechen. Hier, Timbuktu. Oh. Bonjour à tous les parle français. Si. Bon dia. Si. Dr. Kevin hat alles verkackt. Dr. Kevin ist nämlich auch jetzt hier. Ja. Und der schaut, dass wir eben kein Fieber haben und kein Corona. Und Fußpilz. Aber irgendwie, ich weiß nicht, der leuchtet immer so komisch herum. Ja, also uns geht's gut. Ja. Wir starten mal in den Tag und schauen, was passiert, oder? Ja. Hört sich gut an. Mit unserem Move. Give me one. The world becomes one. Alles ist eins. Eins mit allem. Ja, Mann. Habt ihr schon mitbekommen, dass wir ein neues Buch geschrieben haben? Melli und ich. Gibt's ab heute im Handel. Unter der ISBN. Könnt ihr es überall im Buchhandel kaufen. Yes. Für 8,88 Euro. Ja, und das hat auch einen guten Grund. Warum 888? Ja. Googelt mal 888 Engelszahlen. Gut. Bis dann. Yay. Also, nee, nicht bis dann. Wir bis machen, zeigen jetzt gleich weiter, wie es geht und wie man hier so das Leben lebt und so. Ne? Wir sind da noch in der Hängeschaukel. Das ist ja irritierend mit den Displays vor der Kamera. Das gucken wir, ist man immer geneigt, da in die Kamera reinzugucken, also da auf den ne, Monitor statt in die Kamera. So, und dieser Selfie-Stab-Ding ist ja sowieso lustig. Ja. Na, es wird nicht größer. Das ist halt auch praktisch. Also, ne, wir arbeiten hier die ganze Zeit mit irgendwelchen Sachen, die wir haben. Und wenn ich mir überlege, wie viel hier gerade von dem, was wir brauchen können, tatsächlich da ist. Ah, guck mal. Da können wir hinterher Pflänzchen drin setzen. Ja. Voll. Dann machen wir auch noch eine Dschungelprüfung draus. Hashtag fickt euch alle, ich gehe Baum pflanzen. Yes. Ja, wäre auch definitiv eine nette Alternative hierzu. Aber im Moment, glaube ich, reicht das erstmal. Ich finde es ja echt spannend, wie viel wir Menschen wirklich zur Verfügung haben. Und wir sehen es oft nicht. Und wollen immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Ja, und dann immer wieder neue Sachen kaufen, ne? Und da habe ich halt eben schon lange, das ist halt auch was viele Leute in der Vergangenheit bei mir völlig falsch verstanden haben, wenn ich im Facebook mal gefragt habe, hat vielleicht noch wer irgendwas rumliegen von dem, was ich brauchen könnte? Und gesagt habe, würde ich mich freuen, es zu bekommen. Damit meine ich nicht, dass ich das geschenkt haben will, das wird oftmals so angenommen.
aber ich kaufe einfach unheimlich ungerne irgendwelche Sachen ständig neu, wenn die Möglichkeit genauso. Ja. Da wollen wir nachher noch rein. Ja, das ist nun wirklich nicht schwer. Eine Feuerstelle zu bauen ist eigentlich sehr einfach. Man schaut einfach, dass man macht ein Loch ein bisschen und macht eigentlich solche Dinger runter. Ja, damit es einfach seine Begrenzung hat. Ja, und das Feuer für dann mich jetzt hier auch, also hier haben einen riesengroßen Freiraum. Wie ist das im Wald mit Feuer? Also wenn ich jetzt auf Mallorca wäre, da ist aus guten Gründen zwischen April und September Feuer, offenes Feuer, gänzlich verboten. Das zählt auch als offenes Feuer. Wenn wir jetzt so einen Ofen bauen würden, dann könnten wir darin Feuer machen, kein Problem. Aber weil es hier um einiges feuchter ist und ich hier auch wirklich richtig Platz um mich rum habe, wo es relativ unwahrscheinlich ist, dass es durch Funkenflug zu einem Brand kommen könnte, machen wir das einfach so, wie wir das früher bei den Pfadfindern gemacht haben. Ich war nicht bei den Pfadfindern, aber Freunde von mir waren bei den Pfadfindern und von denen habe ich das gelernt. Go. Ja, dann machen wir jetzt mal ein bisschen Feuer. Wir haben noch ein Dreibein gefunden. Das gehört der Victoria. Vielen lieben Dank. Wir erlauben uns das hier gerade mal einfach zu nutzen, statt es hinten in der Ecke stehen zu lassen. Ist mit Sicherheit in deinem Interesse. Das Einzige, was ich jetzt schon mitbekommen habe, ist, wir waren so klug, das Essen schon in den Topf zu tun. Aber jetzt fehlt hier was. Aber wenn wir das so einhängen, ist das, glaube ich, nicht so gut. Jetzt gucken wir gleich mal nach dem Draht. Und was machst du da jetzt? Ja, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass wir den Topf aufhängbar bekommen. Das machen wir jetzt einfach, indem wir hier eine Schlaufe durchziehen. Ich hätte die gerne doppelt. Ja, also als Stadtkind kann man da ja echt einiges lernen. Immer wieder, ne? Immer wieder, wenn man mal irgendwo was Neues macht, kann man eigentlich immer wieder mal was lernen. Das ist so schade bei den Leuten, dass die so, wenn die aus ihrer Komfortzone nicht rauskommen, dann ist halt eben, dann kennen die gewisse Sachen einfach nur vom Hörensagen und haben eigentlich gar keine wirkliche Ahnung, tun dann aber so. Aber das ist halt eben ein Unterschied, ob ich aus meiner Komfortzone rauskomme und einfach mal schräge, ungewohnte Dinge tue oder eben nur davon träume. Dann machen wir jetzt hier ein bisschen Reisig drüber. Je kleiner, desto besser. Das brennt dann am schnellsten. Ja, heute ist Geduld so ein bisschen so ein Thema. Wir haben heute schon zweimal drüber gesprochen, dass im Moment Geduld etwas ist, was sehr wertvoll ist, wenn man es hat. Letztendlich führt einen die Geduld immer irgendwie zu Ziel. Und manchmal wandelt man auf dem Weg dahin auf Pfaden, wo man denkt, wo bin ich hier? Mhm. Führt das überhaupt in die richtige Richtung? Und wie soll es dahin führen können? Aber am Ende weiß man dann, wofür man die ganzen Wege gegangen ist und was man sich darauf dann noch so geholt hat, nebenher. Und ich bin noch nie an irgendein Ziel gekommen, ohne dabei was gelernt zu haben. Mir hat ja mal wer gesagt, dass wir zu ungeduldig sind, wenn wir unsere Wünsche erfüllt haben wollen. Wir wollen das innerhalb von 3 Tagen, dabei sollten wir dem Leben eigentlich 2 Wochen Zeit geben. Ja.
Eigentlich das Simpelste der Welt, ne? Ein bisschen Feuerchen machen und sich mit Essen versorgen. Ein bisschen warten, geduldig sein. Ja, da brauchst du keine 8 Stunden am Tag für zu arbeiten, um das hinzubekommen. Nein, da brauchst du Kenntnisse, wie man Feuer macht. Weil das können die meisten, die viel arbeiten, nicht. Ja. Wozu auch? Wozu müssen die Feuer machen? Ne? Ja, der Koch macht ja Feuer. Ja, genau. Und das Feuerzeug macht Feuer. Und ja, genau. Die Küche macht Feuer. Ja. Ja, das sind so diese Sachen, die uns angeblich das Leben leichter machen, die da uns dadurch aber völlig unserer Fähigkeiten berauben. So. Am Ende wissen wir die simpelsten Sachen nicht mehr. Als Kinder wussten wir noch super einfach, woraus man sich eine Hütte bauen kann. Und als Erwachsener brauchst du dann auf einmal einen Architekten. Du kannst das alles nicht mehr. Essen ist fertig. Yay. Hunger? Mhm. Na denn? Sieht ja cool aus. Geh mal essen. Gut. Schaust du mit? Ja. So, unser provisorischen Tisch hier. Danke. Bitteschön. Guten Hunger. Und danke fürs Essen. Das hat die Melli noch mitgebracht. Wir wissen nicht, was es ist. Doch, es ist was Chinesisches. Ne? Das heißt, wir wissen nicht, was es ist. Das ist Tofu. Auf jeden Fall alles vegan. Boah, mit Bohnen drin, die noch vom Reis übrig waren. Mhm. Ah, lecker. Cool, ne? Schmeckt viel besser über dem Feuer gemacht. Ja, voll, das hat so dieses so. Feurige halt. Mhm. Mhm, voll. Ja, cool wäre, wenn noch irgendjemand aus der Nähe irgendwie ein altes Sofa, eine alte Sofagarnitur hätte. Ja, ne, das wäre voll geil. Mhm. Deko-Zeugs, haben schon ein bisschen Deko-Zeugs. Das würde ich gleich auch noch ein bisschen. Ja, sowieso echt so ein Wohnzimmer. Mhm. Ich hätte halt gern hier, deswegen habe ich hier den Boden schon so von den Blättern frei gemacht. Frisch vom Feuer. Nur so machen. Ja, und dann soll ja eigentlich schon ein schönes Tag, aber ich bin mal gespannt, wie wir das jetzt hinbekommen innerhalb der 2 Wochen, die ganzen, das einfach schön zu machen. Aber innerhalb von 2 Wochen können sich echt viel bewegen. Mhm. Da können wir echt die ganze Welt unter uns drehen, weil ein Corona hat. Ich meine, für mich ist das jetzt schon Tag 5, aber es hat halt eben einfach sehr viel geregnet, sodass ich nicht wirklich dazu gekommen bin, jetzt irgendwas zu machen. Aber ich halt auch. Ja. Wenn man braucht für vieles, hallo, erstmal die Materialien. Ich mache auf jeden Fall nachher noch ein bisschen Deko. Ein paar, also, und 2 Winkel jetzt auf jeden Fall schon mal. Und ich habe eine Packung, Teelichter mitgebracht bekommen. Von der Sonja Ziegler, nee, von der, wie heißt sie noch? Ramona? Hm? Ramona, ich verwechsel die immer. Ich bin mal da. Finden wir dann raus. Nein, also ich hab mich ganz zum Treffen gern. Kannibalismus, ne? Das Thema wechseln. Ich hab das raus. Ich hab noch die Sachen, die nicht rausgehen. Ja. Also Leute, die sich Fingernägel abkauen. Ich sitze immer daneben und denke mir so, ey, das ist Kannibalismus. Das geht doch nicht, das kann man doch nicht machen. Aber die essen das auch, glaube ich, nicht. Abbeißen ist okay. Abbeißen ist kein Kannibalismus. Ich kann immer empfohlen. Kann man sich schon gewöhnen. Ja. Kennst du dich auch? Nachtschreit auch. Nee, leider nicht ansatzweise so viel, wie ich gerne hätte. Also ich kenne einen Haufen Vogelschreie. Vor allen Dingen wie der Nachtvögel, aber du siehst sie dann halt nicht, weißt du, was das für ein Vogel ist? Manchmal muss man dann googeln und jetzt versucht mal einen Vogelschrei zu beschreiben bei Google. Ja. Wir hatten auf der Bäckerfinker so einen, den haben wir, wie hieß der? Hm. Wie haben wir das noch genannt? Alarmvogel oder so? Der Tito ist voll drauf abgegangen. Der macht immer so, und der fing halt irgendwann nach Dämmerung damit an. Und jedes Mal, nach dem ersten oder zweiten Schrei, halt dann, wenn der Tito es mitbekommen hat, hat er voll angefangen, ihn anzuklären, mit zu sauer zu machen. Und das war wohl irgendwie so ein Kauz. Ein komischer. Ja, die essen viel. Wäre auch doof, wenn man es jetzt da jetzt nicht essen. Menschen waren. Aber ist auch gut. Ja, vorgestern, hab gestern schon keinen Reis mit Bohnen bekommen.
weil ich es vorgestern nicht aufgegessen habe. Deshalb muss ich fasten. Oh, nein. Nicht wirklich. Du hast nur, sicher probiert. Nur vom Dschungelmanagement her. Ja. Danke. Bist du fertig? Normal ist in der Hölle. Super lecker. Mhm. So schön. Das gibt jetzt auch Wärme. Ja. Hey, was machst du so? Ich gehe jetzt um ein bisschen Licht machen. Okay. Die ersten zwei Spenden an Windlichtern bekommen. Ich dachte mir, ich mache die jetzt mal so vorne hier am Eingang hin. Ja, voll. Gute Idee. Dann haben wir quasi schon Lichtwächter. Ja. Yay. Dann sind wir gut behütet und beschützt. Alles leuchtet. Das ist... Oder noch nicht halt. Das ist schwierig. Gucken, ob ich das mit dem Sauerstoff, der da drin ist, und ohne mir die Flossen zu verbrennen, schaffe. Ja, so, ja, das geht. Cool. Cool. Dann haben wir hier ein Lichtlein. Oh, und eins können wir hier schön reinsetzen. Oh, wie schön. Oh. Alles leuchtend. Alles ist aus Licht. Yes. Schön. Jetzt wird's langsam gemütlich. Heimisch. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Ja, es ist schon dunkel, schau. Wie war dein erster Tag? Zweiter, anderthalbster? Anderthalb, ja, interessant. Mhm. Cool, ne? Aber cool, ich lerne Dinge wie Feuer machen, ja. Was man halt in der Schule nicht lernt. Nicht wirklich. Was man irgendwie, das ist die Schule des Lebens. Ja. Man muss im Bauch ins Dschungelcamp gehen, damit man die Dinge lernt. Das ist ein schönes Kompliment. Ja, danke. Cool, danke dir. Ja. Dann kann sehen wir ich uns morgen Feuer machen wieder. Und Bäume pflanzen. Wie war das Hashtag? Fickt euch alle, ich gehe einen Baum pflanzen. Ja, genau. Macht's das. Genau. Ja. Ciao. Frieden. Bis bald. Wir haben nur noch den Schiffstrang.